Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Strassra-Oldorf. Ich habe hier ein Schloss, ein altes. Das muss wieder fertig gemacht werden und wir sollen dazu einen Schlüssel machen. Der Kunde war da schon irgendwie bei. Wichtig ist erstmal alles in die Dose. So, das wird hier nachher der Schlüssel dazu. Und dann müssen wir den gleich so machen, dass der hier praktisch einmal reinpasst. Der muss also dann den Nut haben. So, mal gucken, dass von der Höhe überhaupt alles passt. Ja, von der Höhe passt der auch. Ja, muss alles gehen. Gut, okay. Dann fangen wir da mal an. Dann müssen wir eigentlich erstmal eben die Sachen nummerieren. Das wollte ich eigentlich, aber mein Edding ist weg. Nee, klasse. Gut, okay. Dann hat er uns hier noch eine Tüte reingelegt. Ist der Riegel. Eine Schraube. Kommt damit rein. So, und der kommt dann. Ups. Kommt denn dahin und dann nachher rein. Gut. Okay, so, dann kümmern wir uns mal um den Schlüssel, dass wir den mal eben machen. Das heißt, ich mache jetzt eben die Zuhaltung. Müssen wir natürlich den Riegel reinpacken, sonst wird das nichts. Er meinte, einige wären zu kurz, da muss ich vielleicht nochmal gucken. Wenn das so ist, dann mache ich da noch einen Pin dran oder ich mache da neue rein. Ja, dann halte ich das praktisch hier so ran. Das heißt also, erstmal muss ich sehen, dass ich den hier zustande kriege, dass er das erstmal durchschließt. Und das ist dann so, den markiere ich dann ein bisschen. Und dann feile ich den jetzt auf das Maß runter. Und dann kommt nachher die Zuhaltung da rein und dann geht das dementsprechend weiter, dass ich das dann auch wieder ranhalte hier. Markiere das wieder, aber das mache ich dann mit einer Reißnadel. Und ganz mit einer Reißnadel, reiße das dann praktisch schon an, wo das ist hier. Und dann falle ich es dementsprechend runter. Gut, aber erstmal machen wir jetzt hier, dass das hier wieder schließt. Ich habe das jetzt soweit fertig. Das ist jetzt der Schlüssel. So sieht der aus. Da eine Einkerbung hier vorne drin. Jetzt gucken wir hier nochmal eben rein. Er sagte zwar, das eine wird ein bisschen kurz, die Lamelle, aber das geht. So sieht das Ganze dann aus, wenn das schließt. Ich muss hier noch ein bisschen den Finger aufhalten, weil sonst kommen die Lamellen hoch. Gut. Jetzt müssen wir da mal gucken, wie viel Spannung ist da drauf. Ja, nicht mehr viel. Dann gucken, ob wir da eine andere Feder noch einbauen können. Die ist nämlich echt hier ein bisschen schwach. Geht das nicht einfach alles immer so raus? Ah ja. Ups. Was ist denn? So, und da müssen wir jetzt mal eine neue reinpacken. Wenn das runterfällt in der Werkstatt, nicht gleich bücken, weil sonst kann das.
bisschen daneben gehen. Das heißt, man ja, schon viel Spannung. Gut, ich suche hier nochmal eben die passende Feder dafür und dann schauen wir gleich mal eben. Ich habe jetzt hier auch eine passende Feder, jetzt muss ich aber dann nur eben hier gleich was reinstecken, weil sonst fliegt mir das nämlich auseinander. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich das schmieren soll oder nicht. Das lasse ich jetzt aber auch mal, weil der Kunde... So, das ist ein Nusshalter, weil der Kunde... irgendwie für eine historische Tür ist. Das kann der dann nachher selber machen. So, Schlüssel dazu. Funktioniert. Ja, dann brauchen wir noch eben die Schrauben. So. Jetzt dürfte das Ganze wieder funktionieren. Ja, gut, okay. Das war's von meiner Seite aus und ja, dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt. Telefon geht schon wieder und ja, dann bis dann.